Erneut findet die Pressekonferenz zur Art Karlsruhe in der Städtischen Galerie statt, zu der ich Sie auch dieses Mal wieder sehr herzlich willkommen heißen darf. Mein Name ist Chris Gerbing. Ich werde wie im vergangenen Jahr auch durch die Pressekonferenz zur Art Karlsruhe führen. Neu in diesem Jahr ist, dass die Karlsruher Messe und Kongress GmbH auf die traditionelle Pressekonferenz am Eröffnungstag der Art Karlsruhe verzichten wird, zugunsten eines Presseempfangs. Am 21. Februar, am Preview-Tag, können Sie auf diese Art und Weise dann sehr schnell in die Kunst eintauchen. Weitere Informationen dazu finden Sie aber auch in der Pressemappe. Deshalb nutzen wir den heutigen Termin 4 Wochen vor der Messe, um Ihnen die diesjährigen Highlights, die Veränderungen innerhalb eines bewährten und etablierten Konzepts zu erläutern und Sie in der kunsthaltigen Atmosphäre der Städtischen Galerie auf die 15. Art Karlsruhe einzustimmen. Und außerdem können Sie natürlich, wie das mittlerweile schöne Tradition ist, hinterher auch den für Sie dort hinten aufgebauten Katalog zur Art Karlsruhe mitnehmen. An dieser Stelle geht auch schon mal ein herzliches Dankeschön an Frau Dr. Baumsteig und ihr Team, dass sie uns heute in der Städtischen Galerie empfangen haben. Sie geben uns einen ganz wunderbaren, einen perfekten Rahmen für die Pressekonferenz zur Art Karlsruhe. Und ich darf in diesem Zusammenhang auch auf die Ausstellung im Erdgeschoss hinweisen, mit der unter dem Titel Mut zur Freiheit die informelle Sammlung von Anna und Dieter Gresslin aus St. Georgen präsentiert wird, die Sie nachher selbstverständlich auch noch gerne besichtigen können. Auf dem Podium darf ich heute Morgen rechts neben mir Britta Wirz begrüßen, die Geschäftsführerin der Karlsruher Messe und Kongress GmbH und Hausherrin der Karlsruher Messehallen, wo am 21. Februar die 15. Art Karlsruhe eröffnet werden wird. Wie jedes Jahr wird die Kunstmesse von Ewald Karl Schrade kuratiert, den ich ganz rechts außen neben mir ebenfalls sehr herzlich auf dem Podium willkommen heiße. Zudem begrüße ich links außen die Galeristin Sina Stockebrand aus Berlin sowie direkt neben mir den Direktor des Museums Frieder Burda, Henning Schaper, sehr herzlich. Nun möchte ich aber als Hausherrin der Messehallen gern zunächst das Wort an Sie, Frau Wirz, geben. Können Sie uns denn schon einmal ein paar Key Facts zur Messe und ihrer Entwicklung nennen? Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich besticht eine Art Karlsruhe 2018 auch in ihrer 15. Ausgabe mit zahlreichen Facts and Figures, die ich Ihnen ein bisschen näher bringen darf. Zunächst aber, Sie haben es gesagt, Frau Gerbing, ist diese Messe bestechend dahingehend, dass sie ihre Grundkonzeption, der immer treu geblieben ist, die Ewald Karl Schrade deiner Zeit entsprechend entwickelt hat. Aber wir bemühen uns natürlich immer wieder rund um diese Grundkonzeptionen, seien es die Skulpturenplätze, die One-Artist-Shows, die Sonderausstellungen privater Sammlungen. Ich denke, da werden wir gleich nochmal näher darauf eingehen. Diese ganzen Faktoren und deren Weiterentwicklung machen die Art Karlsruhe zu einer wahren Erfolgsgeschichte. Sie wird auch häufig in der Journalie als eine sogenannte Schwergewichtsmesse benannt, bezeichnet. Und ich glaube, diesen Titel hat sie wahrlich zurecht bekommen, denn auch in diesem Jahr hatten wir die Auswahl von nicht minder als 300 qualifizierten internationalen Galerien, die sich um einen Platz auf der Art Karlsruhe 2018 beworben haben. In Summe, und Sie wissen, wir bleiben ja unseren Flächenmaßen immer treu, das heißt die Halle 1, die Halle 4, die DM Arena werden jeweils zu etwas mehr als ein Drittel bespielt, während die Hallen 2 und 3 in ihrer Gänze zur Verfügung stehen. Wir haben diese Fläche, die uns zur Verfügung steht, nun auf 215 teilnehmende Galerien aus 15 Ländern entsprechend aufgeteilt. Und ich war selbst bei der Jury entsprechend mitwirkend dabei. Und ich kann Ihnen sagen, die Wahl der Auswahl ist nicht ganz leicht. Denn in Summe haben wir jetzt mit diesen roundabout 215 Galerien 1500 Künstlerinnen und Künstler am Start. Und das wieder mit diesem ganz wunderbaren Portfolio aus Druckgrafik, Malerei,
Malerei, Fotografie und Skulptur. Darunter haben wir auch 44 neue Galerien einjuriert. Das freut mich besonders, dass wir auch hier am Internationalitätsspektrum weiterarbeiten können. Von Tokio über Birmingham, USA an der Stelle und Bozen reichen die Einreichenden. Und jeder vierte unserer Galeristen, in Summe 53 Ausstellerinnen und Aussteller, kommen mittlerweile aus dem Ausland. Das ist eine sehr hohe Quote und an dieser wollen wir natürlich auch festhalten. Das Stichwort Quote, dem haben wir uns frauentechnisch nicht verschrieben, aber in der Tat haben wir in diesem Jahr ein ganz wunderbares Frauenquartett zusammengestellt im Artima Art Meeting. Sie kennen diesen Ort der Begegnung, wo wir auch sukzessive immer wieder auch private Momente des Kunstsammelns, des Kuratierens auch den Messebesucherinnen und Besuchern, den Sammlern zugänglich machen wollen. Und in diesem Jahr haben wir mit Frau Dr. Sirke Dinkler aus dem Wilhelm-Lehmbruck-Museum, von Patricia Kamp aus der Sammlung Frieda Burda, mit Professor Katharina Sieverding, die ich in Fachkreisen mit Sicherheit nicht vorstellen muss, und Christine Streuli aus Berlin, die Schweizer Künstlerin, ein ganz wunderbares Frauenquartett im Artima Art Meeting zusammengestellt, auf das ich mich persönlich schon sehr, sehr freue. Ja, also wir dürfen uns auf anregende Gespräche auch im Artima Art Meeting freuen. Frau Wirz, ganz vielen herzlichen Dank für diese ersten Überblicksfakten und Zahlen. Sie sind ja immer bestrebt, die Messe und deren Unique Selling Point, kurz USP, zu schärfen, sie noch besser zu machen. Deshalb, was ist dieses Jahr denn neu? Wo können die Besucher neue Entdeckungen machen? Für uns als Messegesellschaft ist natürlich immer wichtig, den Rahmen zu gestalten. Und ich glaube, hier haben wir in diesem Jahr ganz besonders viel unternommen. Sei es angefangen bei neuen Servicequalitäten, auf die wir ja ohnehin schon besonders großen Wert legen. Aber wir werden nochmal aufrüsten, was zum Beispiel unter anderem die Qualität des ausgelegten Teppichbodens bei einer solchen Fläche, keine kleine Investition, anbelangt. Wir haben die Aktionshalle, ich will mal sagen, etwas aufgeräumt. Wir haben nochmal den Durchfluss der Besuchenden unter die Lupe genommen. Wir werden teilweise auch im Bereich der VIP-Lounges haben wir neue Konzeptionen hergestellt, bis hin zu einer leichten Reduktion im Bereich der Dekoration. Also ich glaube, ein großes Maß von Maßnahmen, was wir als veranstaltende Gesellschaft beeinflussen können. Natürlich ist die Qualität und die Ausgestaltung der Stände wiederum die Sache der Galerie. Galeristinnen und Galeristen und natürlich letztendlich, es geht ja um die Werke der Künstlerinnen und Künstler, die wir vorstellen wollen. Eine weitere kleine Maßnahme, an der wir aber sicherlich auch nochmal die Zufriedenheit erhöhen können, ist beispielsweise die Verangleichung der Öffnungszeiten. Sie wissen, früher war die Messe an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich lang geöffnet. Jetzt haben wir uns für kontinuierliche Öffnungszeiten jeweils von 11 bis 19 Uhr mit dem Ausstellerbeirat dazu entschieden und ich glaube, damit haben wir auch mal wieder einen Punkt aufgegriffen, den uns unsere Besucher, unsere Aussteller eben mitgeben und das ist unsere Verantwortung, auch darauf adäquat zu reagieren und das tun wir gerne. Ja, und das unverwechselbare Profil, Frau Dr. Gerbing, das ist natürlich auch das zeitliche Profil, das die Art Karlsruhe immer abbildet, geht es ja von der klassischen Moderne bis hin zur ganz aktuellen Kunst, zur Kunst der Gegenwart. Und ich glaube, hier haben wir ein sehr schönes, ein sehr breites, ein qualitatives Spektrum und auch damit auch eine Profilgebung der Art Karlsruhe geschaffen. Vom Expressionismus über informell, passt ja hier sehr schön zur aktuellen Ausstellung, von Zero und Pop Art bis zu allerjüngsten Positionen. Ich glaube, die allgegenwärtige Präsenz von Sammlerinnen und Sammlern an allen Messetagen zeigt uns, dass wir mit dem Kurs auch in dieser Facette richtig liegen. Ganz herzlichen Dank, Frau Wirz. Sie haben es ja vorher schon angedeutet, dass Sie in der Jury zur Auswahl der Galerien, die zugelassen werden zur Art Karlsruhe, selbst drin sitzen. Jetzt sind wir natürlich alle sehr gespannt darauf zu hören, wo sich Ihre persönlichen Highlights in diesem Jahr befinden, aber auch, wo die Akzente diesbezüglich seitens der Jury gesetzt worden sind. Als eine Messe mit musealer Qualität wurde die Art Karlsruhe immer mal wieder beschrieben. Wollen Sie, liebe Frau Wirz, die Damen und Herren der Presse nicht auf einen kurzen virtuellen Rundgang mitnehmen?
Ja, ich glaube, wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass eigentlich eine Messe ja kein Museum ist. Aber trotzdem, glaube ich, ist es uns in diesem Jahr gelungen, insbesondere mit vielen Galeristinnen und Galeristen eine wirkliche Qualität musealen Anspruches nahezu zu schaffen. Das ist wirklich großartig und vielleicht kann man ein paar exemplarisch auch mal hier rausgreifen. Ich würde da gerne mal auf die klassische Moderne hinweisen. In diesem Jahr haben wir gerade von den Kubisten, denken Sie an Braque, denken Sie an Picasso, ein sehr starkes Spektrum dabei. Wir haben die Surrealisten um Salvador Dali, Max Ernst repräsentiert, Max Beckmann, Lovis Corinth, Renoir bis Miró. Also ich glaube, ein fantastischer Überblick mit in der Tat weitreichender Strahlkraft. Besonders freue ich mich über herausragende Positionen, beispielsweise Tole Rotermund aus Hamburg und auch die Galerie Rudolf aus Kampen-Sylt bringen beide Werke von Karl Hofer mit. Sicherlich ein wirkliches Highlight. Hagemeyer aus Frankfurt hat uns eine Georges Gross-Ausstellung angekündigt und St. Gertrude aus Hamburg bringt Hanna Höch auch alle in Halle 3 mit. Ich denke, damit können wir auf jeden Fall schon mal sehr gut aufwarten. Aber auch die Skulptur, Sie wissen, die Skulptur liegt Herrn Schrade schon seit Anbeginn der Messe stark am Herzen. Hier werden wir auch Skulptur entsprechend präsentieren können. Da sei nur genannt, mal exemplarisch, beispielsweise Käthe Kollwitz und Ernst Barlach bei Koch Westenhoff aus Lübeck in Halle 3. Kurzer Streif noch auf den Expressionismus. Hier freuen wir uns, dass wir Nolde dabei haben von auch 5 Galerien, Ludwig Kirchner von 6 Galerien vertreten. Das Informell ist klassisch auf der Art Karlsruhe sehr stark vertreten und hier freuen wir uns beispielsweise auch herausragende Werke von Karl Otto Götz präsentieren zu können. Sie wissen, er ist sicherlich einer der ältesten Maler, die in der letzten Zeit verstorben sind mit 103 Jahren und einige unserer Aussteller, insgesamt 4, haben hier auch von seinen Werken etwas im Repertoire dabei. Ja, Gerhard Richter, Schüler von Karl Otto Götz, ist natürlich auch mit dabei bei 4 Händlern und last but not least, jetzt machen wir mal den Sprung sozusagen aus der Vergangenheit in die ganz zeitgenössische Kunst. Sie wissen, wir haben ja vor 2 Jahren die DM Arena, die Contemporary Art 21, noch viel stärker geschärft auf das wirklich zeitgenössische und hier freuen wir uns, eine besonders hohe Konzentration ganz junger Künstlerinnen und Künstler präsentieren zu können und ich glaube, da werden wir viel Überraschendes sehen und da freue ich mich, dass die Jury auch so einheitlich ihr Urteil gefällt hat, was die Auswahl der Galerien in der Halle 4 anbelangt. Ganz vielen herzlichen Dank, Frau Wirz. Das klingt ja nach einem Feuerwerk hochkarätiger Kunst, das wir auf der Art Karlsruhe zu sehen bekommen werden. Meine Damen und Herren, damit kommen wir zu einem Museum, das zwischenzeitlich einen festen Rang und Platz in der oberrheinischen Museumslandschaft und darüber hinaus einnimmt und das wir im Rahmen der Art Karlsruhe in diesem Jahr auf der Messe begrüßen dürfen, das Museum Frieda Burda in Baden-Baden. Frieda Burda war ja einer der ersten, der seine Kunstsammlung mit einem eigens dafür errichteten Museumsneubau der Öffentlichkeit zugänglich machte. Seinem Beispiel sind dann zahlreiche Privatsammler allein in Baden-Württemberg rund 10 gefolgt, die auf diese Weise die Museumslandschaft bereichern und einen Blick auf eine ganz persönliche Sammelleidenschaft erlauben. Dazu kommen noch mal ungefähr so viele Unternehmenssammlungen. Ich würde mal behaupten, Baden-Württemberg ist damit Sammlerland Nummer 1 in Deutschland. Herr Schaper, wir haben es gerade eben schon gehört, eine Messe ist kein Museum. Trotzdem hat die Art Karlsruhe den Anspruch, museale Qualität in entsprechendem Rahmen zu präsentieren. Dazu gehören auch die Sonderschauen, die Privatsammlungen wie die von Frieda Burda jetzt in diesem Jahr in den Fokus rücken. Sind Sie so freundlich und umreißen vor diesem Hintergrund für unsere Zuhörerschaft die Größe, die Besonderheiten und die Schwerpunkte der Sammlung Frieda Burda?
Liebe Frau Dr. Gerbing, das mache ich sehr gerne. Zunächst erstmal herzlich willkommen von Ihnen. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich gesagt, ich habe zwei Dinge zu erledigen heute Morgen. Zum einen, ich muss pünktlich um 11 hier bei der Pressekonferenz ankommen. Das ist mir gelungen, trotz der Parkplatzprobleme. Und zum Zweiten, ich muss meiner Mutter zum 80. Geburtstag gratulieren. Das habe ich auch schon gemacht. Von daher habe ich alle wichtigen Dinge heute, glaube ich, schon erledigt. Jetzt freue ich mich aber sehr, Ihnen heute etwas zu sagen zur Sammlung Frieda Border. Denn wir haben uns im letzten Jahr entschieden, hier auf der Sonderschaufläche präsent zu sein. Ich habe gestern noch mit Frieda Border zusammengesessen. Ich soll Sie sehr herzlich grüßen. Wir sind gestern virtuell durch den Stand, die Sonderschaufläche, gegangen, weil wir ein kleines Modell gebaut haben. Er hat mir gestern noch mal gesagt, aber Herr Schaper, wir bauen ja ein kleines Museum dort. Es ist nicht ganz so, aber man kann schon sagen, dass Sie auf der Art Karlsruhe einiges sehen werden. Vielleicht zu Anfang zur Sammlung von Frieda Border, die ich auch jetzt im letzten Dreivierteljahr habe intensiv kennenlernen dürfen. Frieda Border sammelt seit mittlerweile mehr als 40 Jahren. Und seine Sammlung umfasst mittlerweile mehr als über 1000 Gemälde, Skulpturen, auch Fotografie und auch andere Werke. Und maßgebliche Positionen sind natürlich die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Sammlung von Frieda Border trägt eine sehr, sehr persönliche Handschrift. Das ist anders als eine Museumssammlung, die häufig geprägt wird durch unterschiedliche Direktoren, konnte Frieda Border nach seiner persönlichen Leidenschaft wirklich sammeln. Als er begonnen hat in den 70er Jahren, war die Entscheidung dafür keine strategische Entscheidung, sondern eine Entscheidung aus Leidenschaft. Er hat gekauft und gesammelt, was ihm gefiel. Erst in den 80er Jahren war das Ganze geprägt durch eine Veränderung, dass ein System, eine Strategie dahinter steckte und er dann entschieden hat, wirklich aus seiner Leidenschaft eine eigene Sammlung aufzubauen. Geprägt wurden die Vorlieben von Frieda Border schon durch den Zugang zur Kunst in seinem Elternhaus, denn er war dort umgeben bei seinem Vater von Kunst und so ist auch die Kunst des deutschen Expressionismus, kann man sagen, der Ausgangspunkt seiner Sammlung. Danach hat ihn in den 80er Jahren sehr stark die Werke des amerikanischen abstrakten Expressionismus wirklich interessiert und er begann dann mit einem Aufbau einer Sammlung mit Werken von de Kooning, Mark Rothko, Clifford Still oder auch Jackson Pollock, nun wirklich keine unbekannten Werke und keine unbekannten Künstler. Sein Versuch war es aber stets, sich zu konzentrieren auf einige Künstler und dort immer entsprechend Werkgruppen zu sammeln. Und so entstanden nach und nach Werkgruppen, die Ihnen mittlerweile auch bekannt sind. Gerhard Richter, Sigmar Polke, Georg Baselitz, um nur drei Namen zu nennen. In der Sammlung Frieda Border sind hier Werkgruppen vertreten, die, das darf man sagen, glaube ich, zu den bedeutendsten Werkgruppen in deutschen Museen gehören, insbesondere bei Gerhard Richter. Einzigartig ist aber auch, das merken wir in vielen Leihanfragen anderer internationalen Museen, der Werkkomplex, den er von Picasso zusammengetragen hat, der auch in der Sammlung vertreten ist. Das Ganze ging dann natürlich weiter in den 90er und im Jahre des heutigen Jahrtausends, als er sich der neuen deutschen Malerei entsprechend verschrieben hat und auch dort geschaut hat, was kann ich sammeln, was gefällt mir, immer wieder ausgehend von dem Thema Farbe, immer wieder ausgehend vom Thema Ästhetik und immer wieder ausgehend von dem Thema hohe Visualität. Und natürlich hat er angefangen, dann Neo Rauch, Tim Eitel, dort eine eigene Sammlung aufzubauen. Und verstärkt in den letzten Jahren wurde das Thema Fotografie auch für Frieda Border immer interessanter. So sind unter anderem einige Positionen von Andreas Groski heute in der Sammlung vertreten. Und wir freuen uns sehr, dementsprechend auch sagen zu können, dass die Sammlung aktuell ist. Aber, sagt er mir auch, es ist völlig anders, jetzt zu sammeln, als noch in den 70er oder 80er Jahren zu sammeln. Und es ist eine große Herausforderung, der sich die Familie jetzt stellt, die Sammlung weiterzuentwickeln. Das vielleicht die ersten Aussagen zur Sammlung Frieda Border, mit der wir arbeiten bei uns im Museum, die wir aber auch hier teilweise auf der Art Karlsruhe präsentieren. Ganz herzlichen Dank, Herr Schaber. Sie haben ja gerade eben eingangs schon erwähnt und angedeutet, Sie haben ein kleines Modell gebaut. Wir sind jetzt natürlich ein wenig neugierig darauf, was Frieda Border bzw. was Sie mitbringen werden und auf der Art Karlsruhe präsentieren werden. Was dürfen sich die Besucher von der Sonderschau des Museums Frieda Border auf der Art Karlsruhe denn erhoffen? Gibt es einen Einblick in die private Sammelleidenschaft von Frieda Border?
Wir wollen es versuchen, weil die Sammlung und auch das Museum ist sehr privat geprägt. Und so haben wir auch gesagt, wir möchten einen besonderen Ausstellungsstand, eine Fläche kreieren. Wir wollen dort wie ein kleines Privathaus, wie ein kleines privates Museum, einen kleinen privaten Salon errichten. Das wird uns, glaube ich, auch gelingen. Wir würden natürlich einen Querschnitt im Rahmen unserer Präsentation durch die verschiedenen Epochen, durch die verschiedenen künstlerischen Richtungen dort geben. Aber es soll mehr sein als die Aneinanderreihung von einzelnen Meisterwerken. Denn bei allem Respekt, wenn Sie Meisterwerke seriell irgendwo hängen, selbst das wird irgendwann langweilig. Und wir wollen versuchen, in den Räumen eine kleine Geschichte zu erzählen. Wir haben dort 4 thematische Räume aufgebaut. Auf der Sonderschaufläche wird Sie zu Anfang ein großes Foyer empfangen, wo wir Menschen Sie begrüßen, auch im Zeitalter der Digitalisierung begrüßen wir Sie als Menschen dort noch. Und wir führen Sie dann durch die 4 verschiedenen Räume, in denen wir Ihnen 4 verschiedene Geschichten mit Hilfe der Kunst von Frida Burda erzählen wollen. Natürlich werden Sie da aber auch einen Einblick und einige Highlights der Sammlung sehen werden. Ich will nur einige Namen nennen. Wir werden dort Werke von Georg Baselitz, von Sigmar Polke, Max Beckmann, Picasso, de Kooning, Neo Rauch, Richter, Pollock. Und Sie werden auch dort ein Bild sehen, was in der heutigen Zeit, glaube ich, sehr aktuell ist, nämlich das Kanzlerbild von Andreas Gorski. Wahrscheinlich werden wir dort erstmal ein Kanzlerbild zeigen und später wird vielleicht Deutschland einen neuen Kanzler wählen. Also machen wir schon mal einen Vorgeschmack auf Kanzler mit einem Kanzlerbild dort. Also insofern werden wir dort 4 verschiedene Räumlichkeiten zeigen. In den Räumlichkeiten wird es Sitzgruppen geben, wird Sitzgelegenheiten geben. Man kann dort verweilen, wir werden dort Literatur, wir werden Kataloge auslegen, auch vielleicht ein Ort der Entschleunigung auf dieser Messe, denn wir sind dort eben kein Galerist, sondern wir sind eine museale Einrichtung und möchten den Menschen die Gelegenheit geben, einen Einblick in die Sammlung zu bekommen, zu verweilen, zu entschleunigen und vielleicht auch so ein bisschen Lust bekommen auf die Kunst. Herzlichen Dank. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Herr Schaber, versuchen wir einen kleinen Perspektivwechsel. Was erhofft sich denn ein Privatsammler, was erhofft sich ein Privatmuseum, wenn es eine solche Sonderausstellungsfläche wie jetzt auf der Art Karlsruhe bespielt? Und welche Bedeutung hat die Präsentation für Sie? Wissen Sie, Kunst lebt von dem Dialog, lebt von dem Dialog mit den Menschen. Und Kunst lebt nicht davon, dass sie in irgendwelchen Depots ausgestellt wird und keiner sieht es. Mit der Entscheidung von Frida Burda, ein Museum zu bauen, um seine Kunst zu präsentieren, um seine Kunst auch zu teilen mit anderen Menschen, das ist eigentlich eine Entscheidung dafür, einen permanenten Austausch mit den Menschen. Und deswegen ist unsere Intention hier, dass wir uns austauschen wollen mit unserer Kunst, mit Menschen, die per se an Kunst interessiert sind. Das muss ich verwurzelt sagen, Messe ist ein Marktplatz und hier natürlich auf dem Marktplatz trifft Kunst auf per se kunstaffine Menschen oder Personen, die vielleicht erstmal ausprobieren wollen, ob sie einen Zugang zur Kunst bekommen. Und deswegen ist nichts anderes, das was wir machen wollen, wir wollen einen Dialog ermöglichen mit Kunst, die die Menschen vielleicht noch nicht gesehen haben und den jeweiligen Menschen. Und wir wollen dementsprechend aber auch Begehrlichkeiten wecken. Wir wollen natürlich Begehrlichkeiten wecken auf unser Museum, denn wir verstehen uns als Museum der Regionen. Und zur Region gehört mindestens auch Karlsruhe. Wir dürfen als Baden-Baden hoffentlich zur Karlsruhe gehören. Und insofern möchten wir auch dokumentieren, wir sind auch ein Museum für Karlsruhe, für die gesamte Region. Wir möchten uns öffnen, wir möchten eine gastfreundliche Atmosphäre dort kreieren. Und insofern ist es ganz offen ein Teil unseres Marketingmix, dass wir sagen, was wir sind, wer wir sind. Viele Menschen kommen schon alleine aufgrund des besonderen Gebäudes an Lichtenthaler Allee. Viele sind dann erstaunt über die Inhalte. Und natürlich, das mag ich auch nicht verschweigen, möchten wir mit der Präsentation in diesem Jahr auf ein besonderes Ausstellungsprogramm hinweisen, denn mit America, America, die Ausstellung, die zurzeit bei uns läuft, haben wir uns auch mal ein aktuelles gesellschaftliches Thema gewagt. Dann mit James Turrell darf ich Ihnen sagen, wer noch nie in seinem Leben ein Kunstmuseum betreten hat, bei James Turrell kommen Menschen in ein Kunstmuseum und werden spüren, wie wichtig Kunst für jeden Einzelnen sein kann. Also ein besonderes Highlight und dann danach eine Ausstellung zu den Brücke-Künstlern, ein besonderes Jahr, was wir auch hier darstellen möchten. Das ist unsere Intention auf der Art Karlsruhe.
Vielen herzlichen Dank, Herr Schaper, für diese interessanten Einblicke in eine außergewöhnliche Sammelleidenschaft. Ich glaube, wir können alle sehr gespannt sein auf die Präsentation und auch auf das Ausstellungsjahr mit Frieda Burda. Herr Schrade, damit komme ich zu Ihnen. Wir haben es ja gerade gehört, Sonderschau Frieda Burda, die folgt auf bereits vorangegangene von Privatsammlungen wie Rüdiger Hurle, Gunter Sachs, Marli Hoppe-Ritter, das Schauwerk in Sindelfingen und die Würth Group. Was bedeutet es denn für Sie, dass die Sammlung Frieda Burda erst jetzt bei der 15. Art Karlsruhe gezeigt wird? Und welche Verbindungen sehen Sie zwischen der Sammlung und der Art Karlsruhe? Gibt es da für Sie Synergien? Ja, wenigstens mal die regionale Nähe, wie es Herr Dr. Schaper gerade schon deutlich gemacht hat. Karlsruhe-Baden-Baden ist die Region und es ist natürlich erfreulich für mich, dass zwischenzeitlich nach 15 Jahren das Museum Frieda Burda bereit ist, hier auf der Art Karlsruhe eine Sonderschau zu bestücken. Die Messe hat ja von der ersten Stunde an eine Sonderschau neben dem klar bekennenden Zweck und Art der Messe eine Sonderschau gemacht, um zu zeigen, was kann mit Kunstsammeln doch alles erreicht werden. Und so habe ich begonnen vor 15 Jahren mit der ersten und jedes Jahr eine neue Sonderschau gemacht mit Privatsammlungen. Warum Privatsammlungen? Das ist natürlich eine der ganz wichtigen Themen. Die Privatsammlungen sind eigentlich das Notwendigste, was der Kulturbetrieb, der Kunstbetrieb überhaupt brauchen würde. Es hat schon in den frühen 70er Jahren der wirklich große Finanzmanager und umstrittene Finanzpolitiker davon gesprochen, dass es endlich Zeit wäre, dass die Wirtschaft sich engagieren würde, um den Kulturbetrieb zu erhalten. Der Staat hätte zu wenig Möglichkeiten und zu wenig Geld, um das zu tun. Und Gott sei Lob und Dank haben sich eine ganze Reihe von Menschen eigentlich daran orientiert. Die Deutsche Bank damals unter seinem Vorsitz hat begonnen, wirklich groß Kunst zu erwerben, Kunst zu kaufen. Und Herr Schaper sagte schon, in den Museen ist eine andere Politik da. In den Museen wechseln die Direktoren und es wird eine andere Sammlungsstil sich breit machen können, während in der Privatsammlung konsequent eine Sammlungsleidenschaft von einem Menschen mit vielen Beratern natürlich, aber die wird doch von seinem Stil geprägt. Und die staatlichen Museen ist eine Sache, die privaten Sammler, und da denke ich auch, und das ist der Synergieeffekt, den ich mir damit erhoffe, auch ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl wäre der, dass es möglich, dass es sichtbar wird, dass mit kleinen Ankäufen, mit bescheidenen Ankäufen sich eine Sammlung entwickeln kann, weil die Freude an der Kunst durch Kunst haben, Kunst mit Kunst zu leben, in der Regel zunimmt, und wer es vermag, kann sich auf den Weg machen. Vorbilder habe ich in den letzten 15 Jahren genügend geliefert. Es müssen ja nicht alle ganz so groß werden mit eigenem Museum, aber es gibt auch die Möglichkeit, private Sammlungen aufzubauen in einem kleineren, bescheideneren Rahmen. Aber das ist ja das Ziel der Messe, Menschen von der Kunst zu begeistern. Das ist das Ziel der Museen. Wir ziehen an einem Strang in diesem Fall. Und mit den 15 Jahren Burda-Museum, 15 Jahre Galerie, ist es natürlich doch noch mal eine schöne Sache. Nur war es ja erst mal auch notwendig, Ausstellungen von Sammlungen zu machen, die nicht in der Nachbarschaft liegen. Ich konnte ja nicht eine Messe machen, wo man die ganze Nachbarschaft abgrast. Und es wäre auch peinlich für die gewesen, wenn sie da so Steigbügelhalter gewesen wären für die Art Karlsruhe. Es sind wirklich überregionale, internationale Ausstellungen, Sammlungen gewesen. Wir haben eine der großen Ausstellungen der aktuellen Kunst von Falkenberg aus Hamburg, der Degarnet aus Berlin, ein Franzose, der in Berlin lebt und so weiter. Dann haben wir eine große Sonderschau gemacht mit Sascha, mit einer Sammlung von den Golfstaaten, reiche Ölländer und so weiter. Also es sind viele Vorläufer da gewesen, dass es jetzt wirklich eine schöne Erweiterung ist, dass eine wirklich nachbarschaftliche Galerie, die einen so großen Namen hat, mit einer
Messe wie die Art Karlsruhe sie unterstützt durch ihre Präsenz mit ihrer wunderbaren Sonderschau, dass wir uns gegenseitig etwas helfen und miteinander für die Kunst uns engagieren. Herzlichen Dank, Herr Schrade. Sie haben ja gerade eben schon angedeutet, dass es eigentlich nicht zwingend viel Geld braucht, um mit einer Sammlung zu beginnen. Damit kommen wir zur Sonderschau Druckgrafik, die im vergangenen Jahr eine Neuerung gewesen ist und nach der erfolgreichen Premiere 2018 erneut inszeniert werden wird. Berichten Sie uns ein wenig über die Intention, die Zahl der Werke, die die Besucher sehen werden und die Gründe, weshalb Sie einen solch großen Schwerpunkt auf die Druckgrafik legen? Weil die Druckgrafik ja zurzeit erstmal ein bisschen außer der Mode gekommen ist. Das heißt, es wird ein bisschen so abfällig betrachtet und andererseits immer von der Erkenntnis getragen, dass die großen Sammlungen, mit denen ich alle in Kontakt war, die allermeisten als Studenten schon irgendwann mal eine Grafik gekauft haben, einen kleinen Picasso oder irgendwas, was das BAföG hergegeben hat. Das hat begonnen die Picassos waren mal billig, da gibt es nichts zu lachen. Ne? Man konnte Picassos in der Zeit, wo große Sammlungen entstanden sind, wollte ja keiner haben. Die konnte man, wenn man ein bisschen gutes Auge hat, durchaus auch als Student, der ein bisschen gute Taschengeld hatte, sich absparen von seinem täglichen Etat. Insofern ist die Grafik schon ein wichtiger Faktor und da die Druckgrafik ja eigentlich eine eigene Halle auf der Art Karlsruhe hat, die für Fotografie, die auch sehr unterstützungswürdig war, hier regional gesehen. Das ist aber auch schon 10 Jahre her, dass die Fotohalle entstand und die Halle für Druckgrafik, die beide zusammengenommen, also praktisch gedruckte Werke. Und da haben wir uns überlegt, vor 2-3 Jahren schon darüber diskutiert, was könnte man doch noch für die Druckgrafik tun? Wie könnte man sie doch noch etwas mehr in den Fokus setzen? Eben um genau diesen jungen Menschen, wie sie hier alle sitzen, den Mut zu machen, könnte ich doch auch mal ein kleines Kunstwerk erwerben und vielleicht im nächsten Jahr ein zweites. Und da ist diese Sonderschau Druckgrafik, wo nicht mehr auf die Halle begrenzt wurde. Und das ist eigentlich vielleicht das schöne nebenher noch ganz wichtige Gedanke gewesen, dass alle 4 Hallen damit verbunden sind miteinander. Jeder Aussteller der druckgrafische Werke allerdings nur aus seinem Galerieprogramm. Das ist eine Voraussetzung, dass er nicht irgendwoher eine Grafik sich besorgt, sondern aus seinem Galerieprogramm, das er auch repräsentiert, einreichen kann und die werden dann juriert und sie werden ausgestellt aus allen 4 Hallen. Das ist der einzige Platz, wo alle 4 Hallen sich gemeinsam die Hand reichen und dadurch hat es auch viel Kraft, ist eine sehr unterschiedliche, aber ich hatte selber die Aufhängung und die Verteilung gemacht, zusammen mit meinem Sohn damals. Es war eine Höllenarbeit, eine schöne, wunderbare Arbeit, tatsächlich. Aber es war eine Menge und es sah am Ende grandios gut aus. Und ich glaube, dass wir wieder, wenn ich sehe, was für Angebote da sind an druckgrafischen Werken, denke ich, hoppla, das hat sich aber richtig bewährt. Ja, verkaufen tut man natürlich auch. Dazu kommen die Galeristen ja her, ne? Wie viele Werke werden in der Ausstellung zu sehen sein? Es sind um 200. Frau Engelhardt, Sie wissen es, Frau Blass. 111 Arbeiten auf die kleine Fläche. Da wird es Flächen geben, die so ungefähr, würde ich sagen, an die Petersburger Hängung denken lassen. Es wird auch, wenn es größere Werke sind, etwas locker gehängt, wird gestaltet werden, wird eine sicher wieder fantastische, schöne Präsentation der Druckgrafik und ich hoffe damit auch die druckgrafischen Werke noch weiterhin in den Fokus zu bringen, was ich ja genauso mit der Fotografie machen will, immer. Ich hatte ja immer etwas Bemängelung in der überregionalen Presse gehabt, dass auf der Art Karlsruhe keine Fotografie wäre
Und da, als die Fotohalle dann gemacht wurde, dann ist das eigentlich abgehakt gewesen. Und die Fotogalerien taten sich, bitteschön, muss ich sagen, auch in den ersten Jahren sehr, sehr schwer. Und ich bin eigentlich als Kurator und als Initiator dieser Messe wirklich sehr, sehr dankbar, dass viele Galerien doch ein Durchhaltevermögen gezeigt haben und auch bei schwächeren Umsätzen, die sie anfangs gemacht haben, der Messe die Treue gehalten haben und zwischenzeitlich zu den etablierten teilnehmenden Messen geworden sind und auch mit guten Geschäften nach Hause kommen, wobei das nicht jedes Jahr für jeden garantiert ist, leider. Herzlichen Dank, Herr Schrade. Kommen wir noch ganz kurz zu einem etwas anders gelagerten Thema. Seit den Anfängen der Art Karlsruhe haben Sie der Skulptur nämlich einen großen Raum gegeben. Die Skulpturenplätze sind eines der Markenzeichen der Messe. Analog zur Prämierung der besten One Artist Show folgt jetzt die Auszeichnung des besten Skulpturenplatzes. Worauf können sich die Besucher denn in diesem Zusammenhang freuen? Es war alles immer lange Wege, man muss geduldig sein, wenn man sowas organisiert. Es hat lange, lange Zeit gedauert, bis das Land Baden-Württemberg und die Stadt Karlsruhe sich einig waren. Und mir war es sehr wichtig, auch, dass das Land Baden-Württemberg, weil ich mich immer als baden-württembergische Messe verstanden habe, dass das Land Baden-Württemberg sich an dem Art Karlsruhe-Preis für die beste One-Artist-Show bereit erklärt hat, und das zu machen. Ein weiter langer Weg steht auch hinter uns mit den Bemühungen und Bestrebungen, einen Preis für die Skulpturenplätze zu organisieren. Die Skulptur ist ja ein Faktor, der auf allen Messen irgendwo so beiläufig ist. Und wo ich mir überlegt habe, wie so eine Messe sein soll, habe ich gedacht, ich werde diese Nuss knacken und werde eine Möglichkeit finden, wo die Skulptur in gleiche Wichtigkeit gestellt wird wie die dreidimensionalen Werke. Ansonsten sieht man immer kleine Skulptürchen auf dem Sockel stehen, irgendwo in den Ständen. Und ich habe mir dann ewig überlegt, weil es gab einen Versuch von Köln einst mal. Die Art Cologne hatte mal eine Skulpturenhalle gemacht. Und die Skulpturenhalle, da war gar keine Bilder, da waren nur Skulpturen und da war kaum Licht, es war dunkel. Ich habe gesagt, es sieht aus wie ein Friedhof. Da steht auch Stein neben Stein und noch ein Stein und noch ein Stein. Also es hat nicht die Nachbarschaft. Eine Skulptur im Alltag, in der wirklichen Verwendung der Skulptur, steht vor einem Verwaltungsgebäude, steht vor einem Wohnhaus, steht in einem Park, steht in einer Allee. Man denkt an Frankreich, wie schön die Majols da stehen und so weiter. Es hat immer eine Nachbarschaft. Und wenn ich eine Halle mache, wo nur Skulpturen stehen, dann gibt's, da fehlt ja die Nachbarschaft. Und ich wollte die gleiche Ebene erreichen und habe mir ewig rum überlegt, wie könnte man eine Möglichkeit schaffen, dass die Skulptur gleichwertig Gewichtigkeit auf einer Messe hat. Und so entstanden die Skulpturenplätze, was immer wieder sehr lange Zeit belächelt wurde, zwischenzeitlich beneidet wird um dieses Projekt, weil es eine einmalige Präsentation ist. Und so hat sich jetzt auch erfreulicherweise ergeben, ein Hurra allerseits. Die L-Bank hat sich bereit erklärt, einen Preis für den besten Skulpturenplatz zu stiften. Das ist sehr notwendig, weil der Aufwand von Skulpturenplätzen, ich habe höchsten Respekt und große Dankbarkeit an meine Kollegen, dass sie bereit waren, diesen Wahnsinnsaufwand auf sich zu nehmen mit Tonnen und Abertonnen an Kunstwerken aus Stahl, aus Stein, aus weiß ich was, hierher zu schleppen und auf die Plätze zu stellen, um diesen Freiraum, um diese Großzügigkeit dieser Messe, die sie ja auszeichnen, nicht die schmalen Gänge, sondern immer das Offene der Plätze genießen zu können. Für die Besucher ist das ja ein großes Geschenk. Für mich ein noch größeres Geschenk, wenn ich sehe, sie machen mit, die Kollegen. Sie finden das doch gut. Aller Unkenrufe zum Trotz hat sich es positiv und wunderbar entwickelt. Und Herr Schrader, eine letzte Frage zum Schluss. Werden dann auch Skulpturen die Art Karlsruhe Collection bereichern künftig? Nein, das ist kein Ankaufspreis. Das ist kein Ankaufspreis. Das ist tatsächlich, weil der dem Aufwand geschuldet, der wird geteilt, der Preis wird geteilt, der ist dotiert mit 20.000 Euro und er wird geteilt zwischen Galerist und Künstler. Dass jeder, weil jeder hat einen riesen Aufwand dabei, dass jeder was kriegt, wenn dann, aber
Man hofft ja insgeheim schon, dass der Prämierte auch ein bisschen mehr Geschäft macht als der Nicht-Prämierte. Aber es soll ja nicht so sein, dass die anderen kein Geschäft machen. Ganz vielen herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Schrade, für Ihre Ausführungen. Meine Damen und Herren, Informationen zu den Preisen und Preisverleihungen, die das Messegeschehen der Art Karlsruhe bereichern, finden Sie ebenfalls in der Pressemappe. Die Art Karlsruhe lebt ja bekanntermaßen vom Wunsch der Menschen, schöne Dinge nicht nur zu beschauen, sondern auch zu besitzen. Hier kommen, wir haben die ganze Zeit eigentlich schon mehr oder minder darüber gesprochen, die Galerien ins Spiel, die dieses Bedürfnis bedienen. 2018 neu dabei ist die Berliner Galerie Stockebrand und Ückermann. Sina Stockebrand und Malte Ückermann haben zusammen mit drei weiteren deutschen Galerien, unter anderem mit Tole Rotermund und der Galerie Lausanne, die ebenfalls auf der Art Karlsruhe ausstellen, im vergangenen Jahr von sich reden gemacht. Denn sie haben in den Salon nach Berlin und München eingeladen und damit eine alte Tradition neu aufleben lassen. Beim Sichten der Webseite ihrer Galerie, Frau Stockebrand, sind mir die Zitate von Rainer Maria Rilke ins Auge gefallen, die Sie Ihren Katalogen voranstellen. Besonders gut gefiel mir das Zitat aus Ihrem ersten Katalog 2014. Vergessen Sie nicht, dass die Kunst nur ein Weg, nicht das Ziel ist. Frau Stockebrand, ist dieses Rilke-Zitat auch als Ihr Galeriemotto zu verstehen? Und wie kam es überhaupt dazu, dass Sie vor inzwischen 4 Jahren Ihre Galerie gegründet haben? Ja, also dieses Zitat ist sicherlich in gewisser Weise auch unser Galeriemotto, und zwar in zweifacher Hinsicht. Und zum einen bezieht es sich auf das Angebot, was wir machen. Wir konzentrieren uns in unserem Portfolio auf die deutsche Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Was jetzt erstmal sehr breit gefasst ist, also es geht los vom Expressionismus bis hin zu Positionen wie Imi Knöbel, der ja im Moment auch sehr gefragt ist. Das ist zunächst ein sehr breites Spektrum, aber es zeigt halt die Vielfalt der Kunst und die unterschiedlichen Aspekte, die unterschiedlichen Herangehensweisen, die vielen Brüche, die es in dieser relativ kurzen Zeit von einem Jahrhundert gegeben hat. Also Weg heißt ja immer Entwicklung, heißt neue Sachen ausprobieren, und dafür hat das 20. Jahrhundert einfach eine wahnsinnige Bandbreite. Es liegt dann in der Natur der Sache, dass wir natürlich nicht von jedem Künstler wahnsinnig viel zeigen können, sondern dass wir unseren Schwerpunkt auf die Selektion legen, immer sehr ausgewählte Stücke von einzelnen Künstlern zeigen. Zur Gründung kam es natürlich, weil man sich überlegt, wo will man hin, was will man machen. Herr Ückermann und ich kommen beide kunstaffinen Haushalten. Wir haben beide Kunstgeschichte studiert in unterschiedlichen Städten, kennen uns, sind seit vielen Jahren befreundet und haben dann nach dem Studium der Kunstgeschichte beide unsere Erfahrungen gesammelt in unterschiedlichen Bereichen im Kunsthandel. Der Herr Ückermann war in der Galerie Beck und Eggeling, eine sehr renommierte Galerie aus Düsseldorf. Ich selbst habe nach dem Studium beim Auktionshaus Ketterer in München gearbeitet. Das sind natürlich Positionen, wenn man da mehrere Jahre ist, dann sieht man eine Menge an Kunstwerken, die man sonst in einer kleinen Galerie vielleicht in dieser Bandbreite, in dieser Vielfalt nicht sieht. Man lernt so ein bisschen genauer hinzuschauen, man kriegt so ein Gespür für Qualität und auch für das, was natürlich marktgängig ist, das heißt, was man vielleicht anbieten könnte, was der Markt gerade möchte, weil auch da sind natürlich immer Veränderungen, immer Schwankungen. Ja, und mit dieser Grundleidenschaft für die Kunst ausgestattet und dann dem Willen, auch was Eigenes zu machen, haben wir dann 2014 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Und wie gesagt, das Programm, was wir anbieten, reicht vom deutschen Expressionismus bis hin zu zeitgenössischen Positionen. Das sind wir deutsche Künstler, und ja, das werden wir auch hier in Karlsruhe zeigen.
Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt darauf, was Sie aus dieser Fülle an Künstlern, die das 20., 21. Jahrhundert vorhält, konkret mit nach Karlsruhe bringen werden. Erzählen Sie uns dazu noch ein bisschen was? Ja, also wir haben angefangen vom Expressionismus, da haben wir eine wunderschöne kleine Zeichnung von August Macke dabei, eine wunderschöne Tuschzeichnung von Ernst Ludwig Kirchner um 1910, also eine frühe Arbeit, die vom Motiv her die Dodo zeigt. Also das sind so von der Zeit besondere Arbeiten, von den Motiven besondere Arbeiten. Dann geht es weiter mit sehr klassischen Werken, die auch einen lokalen Bezug haben. Wir werden ein Baumeistergemälde zeigen dürfen, was natürlich super ist hier auch im schwäbischen Raum. Da freuen wir uns sehr drauf. Und unser Schwerpunkt ist dann auch noch die Nachkriegskunst nach 45. Da haben wir informelle Arbeiten mit dabei von Karl Otto Goetz, wie schon erwähnt, von Fred Thieler, von Fritz Winter. Und eine andere Position ist dann die Serokunst mit dem Dreigestirn Uecker, Mack und Piene. Da haben wir frühe Piene-Arbeiten dabei, oder eine kleine frühe Piene-Arbeit, die ganz museal ist, was ja auch immer wieder betont wurde. Das ist ja auch ein musealer Charakter, dass diese Messe auch einen musealen Charakter hat. Und diese Zusammenstellung ist ganz, ganz spannend. Dann in Kombination aber auch mit Künstlernamen, die vielleicht noch nicht jedem so geläufig sind oder die nicht so häufig auftauchen, wie zum Beispiel wunderschöne Papierarbeiten von Georg Karl Fahler, von dem hier unten in der Ausstellung aktuell auch ein schönes frühes Gemälde ist. Und Kuno Gonchior ist auch mit im Gepäck. Also da es ist ein Potpourri, aber ausgewählt. Und ich hoffe, dass das auch hier dann den Anklang findet. Frau Stöckebrand, herzlichen Dank. Wir haben gerade eben bereits von dem Art Karlsruhe Preis gesprochen, für den Ihre Galerie ja automatisch nominiert werden wird, weil Sie eine One-Artist-Show präsentieren. Was bringen Sie denn an Kunstwerken nach Karlsruhe in dem Sektor mit? Also für die One-Artist-Show, deswegen fanden wir auch die Art Karlsruhe für uns als eine sehr geeignete Messe und freuen uns, dass unsere Bewerbung hier auf fruchtbarem Boden gestoßen ist. Für die One-Artist-Show haben wir uns entschieden, Leo Erb zu zeigen. Leo Erb ist man kann sagen, in den letzten Jahren doch recht vergessener Künstler aus dem Saarland gewesen, der in den 60er Jahren auch in Paris gelebt und gearbeitet hat. Es ist eine ganz, ganz faszinierende Künstlerpersönlichkeit, der in unseren Augen auch eine wichtige Position in der Kunst nach 1945 innehat, weil er einfach sehr konsequent ein sehr einfaches Prinzip oder seine Idee verfolgt hat. Und zwar, ich weiß nicht, für die, die es noch nie gehört haben oder die Werke nicht kennen, seine Grundidee war immer in der Farbe Weiß zu arbeiten. Das verbindet ihn natürlich mit den Zero-Künstlern und gibt ihm da eine Nähe und eine Verwandtschaft. Und das Thema, was er eigentlich in seinem ganzen Werk zeitlebens konsequent umgesetzt hat, ist das Thema der Linie. Mit diesen zwei recht simplen Handgriffen hat er also eine Vielzahl an unterschiedlichen Werken geschaffen. Das kann man in so einer One-Artist-Show ganz toll präsentieren. Und zwar, dass man die mal nebeneinander stellt. Wenn man das jetzt hört und sagt, man hat immer weiß gemalt und immer das Thema Linie, dann denkt man, naja, vielleicht ist da relativ schnell Wiederholung oder was Serielles dabei. Und das haben die Arbeiten gar nicht. Die sind so ideenreich und so unterschiedlich, dass das ganz faszinierend ist und für uns auch eine Herausforderung jetzt auf 25 Quadratmetern stand, das mal zu inszenieren. Diese Schlichtheit, die Werke an sich haben, zu präsentieren und zu inszenieren, dann durch Hängungen, was wir natürlich als Galeristen, wir sind auch immer Kuratoren und müssen sehen, dass wir die Sachen gut präsentieren und gut hängen und kombinieren auch. Und wie gesagt, also auf Leo Erb kann man sich freuen. Das ist sicherlich auch noch eine Entdeckung für alle Liebhaber der Zero-Kunst, des Minimalismus und auch des Konstruktivismus.
Ganz herzlichen Dank auch Ihnen, Frau Stockebrand, für Ihre Einblicke und Ausführungen. Mit der Ausrichtung auf die klassische Moderne, aber auch auf die Zeit danach, zahlt auch die Galerie Stockebrand und Ueckermann auf das von Frau Würz benannte Profil der Art Karlsruhe ein. Und ich denke, wir dürfen sehr gespannt sein auf die Kunstwerke, die Sie, Frau Stockebrand, zusammen mit Ihrem Partner Malte Ueckermann nach Karlsruhe mitbringen werden. Meine Damen und Herren, zunächst mal geht mein Dankeschön an dieser Stelle schon mal an die Teilnehmer auf dem Podium. Frau Wirz, Frau Stockebrand, Herr Schrade und Herr Schafer, ganz herzlichen Dank für Ihre ausführlichen Informationen, mit denen Sie uns versorgt haben. Meine Damen und Herren, wir sehen uns hoffentlich entweder bereits beim Presseempfang am 21. Februar, dem Preview-Tag der Art Karlsruhe, oder an einem der Messetage wieder. Bis dahin sage ich herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Applaus